Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro und zwar mit dem Gamer-PC Ryzen 5 5600X mit RX 6750 XT für 899 Euro, runtergesetzt von 949 Euro. Das System wurde mir vorgeschlagen von YasinTMZ bei unserem Videovorschlägekanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wem erst zu dem Bild. Ist kein Fake. Ist das Gehäuse, die Lüfter, die ihr da seht, die da so leuchten, die sind wirklich so verbaut. Von daher, designtechnisch, wird es wahrscheinlich sogar noch besser aussehen als einfach nur das Gehäusebild. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 W TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Ist natürlich noch ein älterer Prozessor. Das ist die AM4-Plattform. Wir sind schon bei AM5, also die 7000er-Serie und was danach noch alles kommt. Den könnt ihr aber zum Zocken eigentlich ganz gut nehmen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen an diesem Preispunkt orientieren von diesem PC und da finde ich AM4 tatsächlich noch in Ordnung. Wenn ihr streamen wollt, rendert bitte über die Grafikkarte oder holt euch direkt einen 8-Kerner, sage ich immer wieder dabei. Aber in Kombination mit der Grafikkarte, die hierbei ist, wird er auf jeden Fall nicht bottlenecken. Und der kostet 129 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühler ist ein alternativer AMD und Intel CPU-Kühler, bedeutet im Umkehrschluss, es ist einfach nur quasi der Boxkühler, der mit dabei ist. Der ist nicht sonderlich toll, reicht aber für den Prozessor tatsächlich noch aus. Ich würde euch empfehlen, steigt auf irgendwas anderes um, irgendeinen kleinen Kühler für 30 Euro oder so, damit er auch schön ruhig läuft, weil diese Boxkühler sind nicht dafür bekannt, dass sie besonders leise sind. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming XV2. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein. Bei den beiden Slots bin ich mir nicht ganz sicher, ob ihr die überhaupt nutzen könnt, weil der Kühler der Grafikkarte das eventuell überdeckt. Den hier könnt ihr aber nutzen und den hier unten auch, vielleicht für eine Capture-Card oder eine WLAN-Karte oder so. Apropos WLAN, bringt das Board leider nicht mit. Deswegen, wir haben hier Mikrofon, Kopfhörer, Online-In-Anschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, Netzwerkanschluss, Onboard HDMI könnt ihr sowieso nicht benutzen, genauso wie DVI nicht, zweimal USB 2.0 und PS2-Anschluss. Bei WLAN hätten wir halt noch diese beiden Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth gehabt, haben wir hier nicht. Deswegen benutzt vielleicht so eine Erweiterungskarte oder einen USB-Stick, damit ihr WLAN habt, falls ihr es braucht. Für die Kabelverbindung habt ihr wie gesagt hier den LAN-Anschluss. Das Board ist nichts Besonderes, aber kann man so machen. Mit dem Prozessor in Kombination geht das schon klar, auch von der Spannungsversorgung. Wir müssen wie immer auf den Preispunkt achten. Und das kostet 102,89 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB AMD RX 6750 XT. Dann nehmen wir wie immer die günstigste XFX Speedster Quick 319 Radeon RX 6700 XT Core Gaming. Meine Güte, egal, ist die günstigste am Markt. Auch wenn die eine Generation im AMD-Lager zurück ist, ist das keine schlechte Grafikkarte. Für Full HD Gaming ganz locker geeignet, WQHD Gaming auch, 4K, ja, E-Sports Titel, von mir aus. Jetzt nicht Cyberpunk, Raytracing auf Ultra, 4K, Let's Fets, wird mit der nicht funktionieren, kann ich euch direkt sagen. Aber orientiert euch mal so ein bisschen an dem FPS-Test in der Videobeschreibung. In Kombination mit dem Prozessor in dem Preisbereich völlig okay. Und die kostet 355 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x 8 GB, also Dual Channel, DDR4, Kingston 3600 MTS Fury Beast. Ihr seht schon, die Spezifikation vom Prozessor ist 3200 MTS, hier haben wir 3600 MTS, was schon mal gut ist. Was nicht so gut ist, sind nur 16 GB. Stockt es im Konfigurator auf 32 GB auf. Wirklich. Ich spiele ganz oft Dead by Daylight oder PUBG und da sehe ich, weil ich halt nebenbei noch ein paar Programme offen habe, dass die RAM-Auslastung richtig krass steigt. Ihr könnt natürlich so erstmal zocken. Kein Problem, ist halt nur als Tipp gemeint, genauso wie der Kühler für die CPU. Ansonsten kann ich hier qualitativ nicht meckern. Das ist völlig okay, wie gesagt, nimmt ein bisschen mehr, also 32 Gig. Und der kostet 45,88 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV2, lesen 3100 MB die Sekunde, schreiben 2100 MB die Sekunde. Das Ding ist, diese SSD, die gibt es halt mit TLC und QLC Speicher, viele feiern die nicht, mag ja alles sein, aber in dem Preisbereich 1 TB Speicher mit dieser Geschwindigkeit, ist halt so ein Mittelding, kann man machen. Und die kostet 59,89 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 650 Watt BeQuiet System Power 10. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Ja, es ist wieder dem Preis geschuldet, aber ich hätte hier ein besseres genommen. Es muss nicht mal mehr ein ATX 3.0 Netzteil oder so sein, darum geht es mir gar nicht. Aber BeQuiet hat halt in der aktuellen Serie 10 Jahre Garantie und Goldstandard. Hier haben wir ein Bronze-Netzteil, was meiner Meinung nach eher für Office-Kisten ist. Und ihr habt hier mehr oder weniger ein Gaming-PC. Deswegen würde ich so nicht machen, ich würde ein qualitativ besseres nehmen. Natürlich könnt ihr euch das auch wieder umkonfigurieren, aber der PC wird immer teurer, deswegen überlegt es euch. Es wird funktionieren, keine Frage, wenn der PC so bleibt, wenn ihr irgendwann aufrüstet, stärkere Grafikkarte und solche Sachen, dann würde ich definitiv ein anderes nehmen. Und das kostet 57,06 Euro bei Pollin. Das Gehäuse ist ein Enterfy Ventum 200 ARGB mit 4x ARGB Lüftern.
Wie der Name eben schon gesagt hat, haben wir dreimal 120mm in der Front RGB beleuchtet und einen Hecklüfter 120mm RGB beleuchtet. Hat eine Meshfront, hat eine Glasscheibe, ist Airflow-mäßig okay. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt kein Riesen-Case. Es ist die Einsteiger-Variante von Endorfeye, aber kann man machen, warum nicht? Und das kostet 69,89 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei, aber ich habe ja auf meinem Kanal ein Video, wo ich erkläre, wie man das genau macht mit dem USB-Stick. Gerade wenn ihr noch einen älteren PC habt, könnt ihr euch ja so einen USB-Stick fertig machen. Und 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall. Das heißt, ihr müsst das Ding zur Post bringen, wenn was damit ist, oder den Postboten in die Hand drücken, falls ihr ihn zufällig seht. Der klingelt nicht und holt es nicht ab. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 818,10 €. Und das System kostet 899 €. Das heißt, Dubaro schustert euch das Teil für bummelig 80 € zusammen. Ist ein gutes Angebot, brauche ich auch wieder keine Alternative für vorstellen. Falls es der eine oder andere noch nicht so ganz begriffen hat, also ich mache das mit den Alternativen meistens dann, wenn es wirklich irgendwo ein richtig gutes Angebot gibt, vielleicht sogar Untergeizheitsliste oder wenn wir einen immensen Aufpreis haben. Und bei 80 € Aufpreis brauche ich sowas nicht raussuchen, ist Quatsch. Was die Konfiguration angeht, Prozessor natürlich älter, ist okay. Grafikkarte ist auch ein bisschen älter, ist aber auch okay in dem Preisbereich. Das mit dem RAM nimmt 32 definitiv. CPU-Kühler von mir aus lasst ihn so. SSD könnt ihr auch so lassen. Netzteil müsst ihr selber wissen. Wollt ihr später aufrüsten, weil eine Grafikkarte austauschen kann jeder, nehmt ein besseres. Aber so standalone wie er ist, wenn es jetzt 32 GB RAM wären, wäre er cool mit 16 GB. Naja, ist halt so. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher günstige Systeme sehen wollt oder so ein Mittelding, sag ich mal so 1.500 € oder vielleicht sogar die teuren Brecher, weil da sind die Aufpreise immer ganz interessant. Lasst es mich einfach mal wissen. Gut, das wär's auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.